habe heute für euch die Mary Berry LE von Essence und habe ein Testpaket zugeschickt bekommen. Und ich möchte euch jetzt gerne zeigen, was darin enthalten war. Fangen wir mal an mit den Lidschatten. Da gibt es verschiedene Mono-Lidschatten und ich habe hier einmal die 01 Perfect Dress. Und das ist so ein richtig schönes Braun, was auch ins Beige und Gold schimmert. Das ist wirklich sehr, sehr schön, was man einfach zum Alltag auch tragen kann. Dann haben wir ein richtig schönes Lila und das ist die Farbe 02 The Mask Ball. Und das ist wirklich so ein richtig schönes Braun-Lila, was wirklich sehr, sehr schön schimmert. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich trage allerdings sehr ungerne Lidschatten, die so einzeln verpackt sind, weil die nehmen einfach viel zu viel Platz weg. Und dann nehme ich lieber die Paletten her, wo man auch viele verschiedene Farben hat. Aber diese beiden Farben finde ich wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich mit darin einen Highlighter-Puder. Und das ist die 01 I Love My Golden Pumps. Und das ist wirklich eine richtig schöne, so eine Stanzung mit diesen Sternen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da möchte man am liebsten gar nicht reindatschen, weil dann dieses schöne Muster weg ist. Aber ich finde, dieser Highlighter, der hat einen richtig schönen Glow. Und hier sind 9 Gramm enthalten. Also es ist im Vergleich zu den Lidschatten eine riesengroße Verpackung. Und da hat man, denke ich mal, sehr lange was von. Dann habe ich in dem Paket 2 Lippenstifte und das ist einmal die Farbe 01 Let's the Berry Tales Begin und das ist so ein richtig schönes Lila und was mir hier richtig, richtig gut gefällt, ist die Verpackung, weil das so einen goldenen, ja, so ein Gold mit dran hat und das sieht super edel aus und das ist halt hier so ein richtig schönes Lila, passt zu meinem Nagellack heute. Aber gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein bisschen knalliger, sollte man vielleicht nicht für den Alltag tragen. Aber für abends ist das, denke ich, sehr gut geeignet. Und dann haben wir noch ein richtig schönes Rot, was jetzt perfekt zu Weihnachten und in die Herbstzeit passt. Und auch hier ist wieder dieses Gold mit dran und das ist einfach super edel. Und das ist so ein richtig schönes, bäriges Rot und ich denke, das kann man auch für den Alltag tragen. Und jetzt halt perfekt im Herbst und zu Winter. Dann kommen wir zu meinen Lieblingsprodukten und wie kann es anders sein? Natürlich sind das Nagellacke und da habe ich 4 Stück zugeschickt bekommen. Gefällt mir natürlich auch sehr, sehr gut. Auch allein die Farben und die Verpackung. Haben wir hier als erstes die 01 The Mask Ball und das ist so ein richtig schönes dunkles Lila. Und auch hier die Verpackung mit diesem Deckel, mit diesem goldenen Ball da oben dran, finde ich sehr, sehr gut. Was an dieser LE leider nicht gelungen ist, finde ich, ist der Pinsel. Weil bei dem Pinsel hat man nicht viel Griff und das gefällt mir nicht so gut. Da gefallen mir die Farben und die Deckkraft sehr gut. Und ja, das ist halt so ein schönes Lila. Dann haben wir ein helleres Lila und das ist die Farbe 02 Purple with Purpose. Und das ist so ein helleres Lila, hat auch einen leichten Goldschimmer mit drin. Und auch hier gefällt mir die Farbe sehr gut und passt auch in meine Sammlung. Dann haben wir einen Nagellack in der Farbe 04 Red Rocks und der passt super gut zum Lippenstift. Das ist die gleiche Farbe, denke ich mal, und passt einfach auch zum Alltag. Sollte man vielleicht eher auch im Sommer tragen, jetzt zur Winterzeit, ist das vielleicht nicht so passend. Aber würde auch super zum Lippenstift passen und die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Topcoat und das ist die Farbe 01 I Love My Golden Pumps. Und das ist so ein richtig schöner Topcoat mit goldenem Glitzer. Und den würde ich mir auch sehr gut zu Weihnachten vorstellen oder zum goldenen Herbst. Dann war mit im Paket noch enthalten falsche Wimpern. Und die sehen so aus. Das sind 2 verschiedene Längen. Und hier ist noch ein Mini-Kleber dabei, was natürlich super praktisch ist. Dann braucht man sich nicht noch einen extra kaufen. Und es sind wie gesagt 2 verschiedene Größen mit drin. Und für mich sind die ein bisschen zu lang, die gehen bei mir leider gar nicht, deswegen werde ich die wahrscheinlich verschenken. Aber es ist eine super Sache, weil halt 2 verschiedene Größen und der Kleber dabei und da würde sich der Kauf auf jeden Fall sehr lohnen. Und kommen wir auch schon zum letzten Produkt und zwar ist das ein Haarparfüm. Ich dachte mir zuerst, was soll das sein? Ist das vielleicht wieder ein Bodyspray? Aber das ist ein Spray für die Haare und das hat so einen goldenen Schimmer mit drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber denke ich mal, ist perfekt für abends, wenn man feiern geht, dass die Haare dann richtig schön glitzern. Für mich ist das nichts. Ich weiß nicht, ob man das auch als Bodyspray benutzen könnte.
würde ich dann eventuell eher dafür benutzen. Ich finde, es riecht sehr, sehr gut, wenn ihr im DM seid oder wo es die LE auch gibt. Dann müsst ihr auf jeden Fall mal dran schnuppern, weil es riecht wirklich sehr, sehr gut. Ja, und das war der Inhalt meines Testpakets. Ich freue mich super doll über diese LE. Es sind super Farben dabei, super Produkte und deswegen habe ich mich noch mehr darüber gefreut, diese Produkte zu testen. Ich stand schon länger vor DM und wollte mir immer mal diese Nagellacke kaufen. Aber zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil sonst wäre es jetzt ärgerlich gewesen, dass ich die doppelt habe. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir mal euer Feedback in den Kommentaren da, wie ihr die LE findet, welche Produkte ihr euch davon holen würdet. Und dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, dass ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Tschüss!